Hallo Leute und herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute gibt es wieder mal einen Quick-Tipp. Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, verkleben wir so ziemlich alles. Steine, Wurzeln, alle unsere Layouts sind fixiert. Und das Ganze ist eigentlich super cool. Das geht mit dieser dünnflüssiger Superkleber und Wattetechnik einfach, unkompliziert und günstig. Ist eine tolle Sache. So lang, bis man es wieder lösen will. Oft fragen mich dann die Leute, ob man das dann wegschmeißen muss oder wie man das jetzt wieder hinkriegt, dass man das Ganze wieder trennt. Und das würde ich euch heute gern zeigen. Mir ist da ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe Steine so fixiert, wie ich sie gar nicht haben will. Und wir werden das Ganze jetzt wieder lösen. Ich habe da zwei Tools, die echt praktisch dafür sind. Und zwar ein alter Schlitzschraubenzieher, um den es nicht super schade ist. Und ein Hammer eurer Wahl. Ich glaube, das nennt man Maurerfäustel. Ist aber ziemlich egal, was das für ein Hammer ist. Ihr müsst euch immer bewusst machen, so eine Klebeverbindung, die ist fest, aber die ist nicht unzerstörbar. Das heißt, oft kann man einfach ein bisschen hebeln, dann brechen die Dinge von alleine. In dem Fall kann ich nicht hebeln, weil der Stein ist hier links verklebt und ebenfalls ist er hier rechts verklebt. Das heißt, ich werde ihn zuerst hier links lösen. Dazu fahre ich einfach mit dem Schlitzschraubenzieher zwischen die beiden Steine, die verklebt sind, und mit einer leichten Drehung löse ich das Ganze dann. Das schauen wir uns jetzt im Detail an. So, ihr könnt jetzt hier in der Mitte die Klebestelle sehen. Wie ihr hören könnt, ist das richtig hart. Das hier ist Stein, das hier ist auch Stein. Hier kann ich dazwischen rein und das Ganze dann sehr unkompliziert lösen. Wie ihr jetzt gesehen habt, funktioniert das gleich auf Anhieb. Braucht man kein spezielles Werkzeug dazu. Ist echt eine feine Sache. Das Ganze mache ich jetzt hier ebenfalls. Ja, das ist wieder nicht so leicht, was zum Hebeln zu finden. So, und jetzt ist es auch schon getrennt. Ganz, ganz easy. Und jetzt holen wir den Stein raus und nehmen auch noch die Klebepads von diesem Stein runter. Dazu braucht man wieder Werkzeug, und zwar eine ganz normale Kombizange. Das ist unsere Klebestelle gewesen. Da kann man noch ganz gut sehen, dass es Watte ist. Hier oben hatte ich ja Steinstaub im Einsatz, um das Ganze zu verstecken. Das greife ich einfach mit der Kombizange und brech's runter. Super unkompliziert, super schnell, super einfach, ist einfach super. Also, nicht verzagen, Stefan fragen, keine Probleme mehr beim Hardscape lösen, geht wirklich leicht und unkompliziert, kriegt jeder von euch hin. Vielen Dank fürs Zusehen und um nichts mehr zu verpassen, nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Danke und bis bald.